Und liebe Zuschauer, ich darf Ihnen sagen, die Gupfburber, das sind in der Schweiz schon richtige kleine Stars. Das ist einmal der Dani, dann ist da der Jörg und der Dominik. Und weißt du, bei dem Ensemble da, ihr habt zwar sehr, sehr gut gespielt, aber irgendwie geht mir da der Bass ab, Dani. Ja, das ist so, wenn der Klavierspieler den Bass gut spielt, am Recht ist nämlich nicht unbedingt deine Bassgeige. Aha. Und das Stückel, das ich jetzt gespielt habe, das ist ja musikalisch sehr, sehr schwierig. Jetzt könnte man annehmen, ihr spielt schon 5, 6 Jahre zusammen. Nein, wir spielen ein Jahr lang. Zusammen. Ein Jahr lang? Ja. Zeigst du mal dein Instrument her. Das ist ein Saxophon, ein typisches Schweizer Instrument. Ja. Sag, hast du für dieses Instrument auch ein Vorbild? Ja, Carlo Brunner. Der Carlo Brunner, ein sehr populärer Musikant in der Schweiz. Sag, du spielst das jetzt ein Jahr. Ich meine, da muss man ja sehr, sehr viel arbeiten. Ja, ich übe ziemlich viel am Tag. Was heißt ziemlich viel? Ja, 2 Stunden so. Jeden Tag? Ja. Mhm. Und wie habt ihr euch denn gefunden, ihr drei? Ja, wir haben uns einmal an einem Anlass gefunden. Aus einem Anlass? Ja. So. Das ist, einem Schweizer bringst du ein Geheimnis selten heraus. Ich frage auch gar nicht weiter. Unsere Sendung, weißt du ja, die heißt Wie die Alten Sungen. Waren bei euch auch die Eltern irgendwie beteiligt? Ja, glaub schon. Ah, du glaubst schon, ja, ja. Also, nichts Genaueres weiß man nicht. Eines allerdings weiß man, dass sie sehr, sehr fleißig sind, sehr, sehr fleißig waren. Und das ist auch das Stichwort für mich, Fleiß, Ausdauer, Können. Ich glaube, ohne dem geht es einfach nicht in der heutigen Zeit. Und